Eigentlich wollte ich das hier als Real Talk Video machen, aber am Ende habe ich 20 Minuten gelabert und nicht wirklich was ausgesagt und vor allen Dingen nicht das gesagt, was ich eigentlich sagen möchte. Deswegen jetzt hier einmal im Schnelldurchlauf. Ich empfinde aktuell einen sehr starken Social Media Druck, sei es auf Instagram, wo man sich gefühlt die ganze Zeit mit Leuten vergleicht, obwohl man das eigentlich nicht machen möchte und dann am Ende doch wieder dabei landet, dass man es tut. Oder hier auf YouTube, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass der Algorithmus mich jagt und ich nicht so schnell Videos machen kann, wie ich das gerne möchte. Vor allen Dingen, weil ich jetzt versucht habe, die Qualität meiner Videos etwas höher anzusetzen. Ich weiß nicht, ob ihr das so in den letzten ein, zwei Videos gemerkt habt, aber ich habe mehr Recherche in die Videos reingesteckt. Ich habe jetzt auch ein neues Schnittprogramm wieder ausprobiert und das alles frisst mehr Zeit, als es mir lieb wäre. Dazu kommt, dass ich das Gefühl habe, dass den Videos ein bisschen was fehlt, so Richtung meine Persönlichkeit. Ich will nicht sagen, dass wenn Videos qualitativer sind oder recherchierter sind, dass die Persönlichkeit per se fehlt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr so richtig im Austausch mit euch und ich bin nicht mehr so richtig verbunden oder so, kann man das so sagen? Und das möchte ich ändern. Deswegen habe ich mir zwei Sachen vorgenommen, die jetzt hier demnächst auf meinem Kanal ein bisschen präsenter werden. Erstens, ich werde zusammen mit Max vom Kanal Max Toge regelmäßig Livestreams machen. Wir müssen uns noch so ein bisschen mit dem Equipment ausprobieren und eingrooven und auch mal schauen, wie regelmäßig wir das machen. Aber wir planen das abwechselnd auf meinem Kanal und auf seinem Kanal zu machen, sodass wir mit den Themen auch ein bisschen kanalspezifisch shiften können, dass das auch recht abwechslungsreich ist und für jeden was dabei ist. Ich habe jetzt sehr lange mit den Livestreams hin und her überlegt, ob ich das machen möchte oder nicht. Und am Ende habe ich mich dafür entschieden, weil ich das Gefühl habe, so in einem Live-Format ist man doch nochmal spontaner und vor allen Dingen, ja, man sieht halt mehr von der Persönlichkeit und durch den direkten Austausch über den Chat hat man eben eine viel bessere Verbundenheit und eben einen viel besseren Austausch wieder. Das heißt, seid gespannt. Es gibt dazu nochmal irgendwie Ankündigungen, wann es denn dann richtig losgeht. Keine Sorge, ihr werdet es nicht verpassen. Denn da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Ich möchte die Community-Beiträge mehr nutzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt auf jedem Kanal auf YouTube, der mehr als 1000 Abonnenten hat, gibt es ein Community-Tab oben. Das heißt, ihr geht einfach auf den Kanal, dann gibt es da so Videos und Kanalinfo oder irgendwo gibt es halt den Tab Community und dort kann man Posts erstellen. Das sind entweder einfach nur Texte oder Bilder oder aber auch Umfragen und das möchte ich irgendwie mehr nutzen, denn ich versuche irgendwie immer über Instagram oder über Twitter alle Leute abzugreifen, aber am Ende erreicht man da immer nur einen Teil. Und in diesem Community-Tab, wenn das gut funktioniert, dann würde ich damit euch alle erreichen. Und das ist eigentlich das Ziel, was ich habe, denn YouTube ist einfach mein Social Media, auf dem ich gerne aktiv sein möchte und das mir halt auch am meisten Spaß macht. Und deswegen möchte ich die Community-Tabs mehr nutzen, um auch mal so ein bisschen euch mit einzubeziehen, vielleicht eine Themenidee abzustimmen oder euch einfach mal irgendwas zeigen, wo ich das Gefühl habe, das passt gerade zu den Themen hier auf dem Kanal. Ich habe ab und zu schon mal dort was gepostet, relativ unregelmäßig mit sehr viel Zeitabstand. Mich würde jetzt aber mal interessieren, wie viele von euch diese Community-Beiträge schon mal gesehen haben. Ich schreibe mal einen Kommentar unten rein und dann könnt ihr einfach den Daumen nach oben geben, wenn ihr schon mal einen von meinen Community-Beiträgen gesehen habt. Das würde mich mal interessieren. Einfach damit ich so ein Gefühl dafür bekomme, wie viele von euch ich da wirklich mit erreiche. Und ich hoffe damit den Austausch und das Einbeziehen von euch in den Kanal und in die Themen, die hier passieren, wieder ein bisschen besser gestalten zu können. Was mich natürlich auch noch brennend interessiert, geht es euch überhaupt genauso wie mir? Habt ihr das Gefühl, die Verbindung, der Austausch, was auch immer, ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen? Oder kommt das eigentlich nur mir so vor? Das ist was, das kann ich gar nicht einschätzen, aber ich selber empfinde da ein sehr arges Bedürfnis, das irgendwie zu ändern. Lasst mich das mal bitte in den Kommentaren wissen, wie ihr das empfindet. Das ist mir wirklich wichtig, weil vielleicht nimmt mir das ein bisschen von diesem Druck, dass ich das Gefühl habe, auf YouTube irgendwie nicht algorithmuskonform zu sein. Danke fürs Einschalten und danke an alle, die ihre Gedanken in den Kommentaren mit mir teilen. Ich sage an dieser Stelle ciao und bis zum nächsten Video.